Herzlich willkommen im New Work MOOC von Beak und wir sind heute im letzten Kapitel, im siebten Kapitel. Sophia, ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen traurig. Unser Beak MOOC geht zu Ende und wir sind jetzt tatsächlich angelangt. Wir kommen gerade aus dem Thema Kultur heraus. Kultur, denke ich mal, hat auch viel mit dem nächsten Thema zu tun, denn die Kultur bestimmt verändert werden von diesem spannenden Thema, das wir heute dabei haben. Um was geht es denn heute? Auf jeden Fall wird es spannend, wie du angekündigt hast. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und nicht nur seit dem Wechsel der Bundesregierung ist Nachhaltigkeit ein Thema, was in aller Munde ist, sondern es begegnet uns einfach im Arbeitsalltag, im privaten Umfeld. Es ist quasi allgegenwärtig. Und dafür haben wir uns zwei ganz tolle Expertinnen eingeladen heute. Vielleicht stellst du uns sie einfach kurz vor. Ja klar, vielen lieben Dank, Sophia. Nektare Tagalido ist heute da vom Fraunhofer IAO und Claudia Ritschi auch vom Fraunhofer IAO. Ich bitte euch, kommt gerne hier dazu. Wir freuen uns, dass ihr heute da seid und uns natürlich dann gerade zu diesem spannenden Thema auch dann dasteht und die Leute dabei abholt. Genau, hallo ihr zwei. Wie seid ihr heute da? Wie geht's euch? Sehr gut. Gut, wir freuen uns auf den MOOC. Wir freuen uns auch. Und wie seid ihr eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen, Claudia? Ja, vor meiner Zeit am Fraunhofer IAO habe ich in der Nachhaltigkeitsberatung gearbeitet und dann jetzt am Fraunhofer IAO in Team Zusammenarbeit und Führung beschäftige ich mich in meiner Forschung mit der Frage, wie können wir die Arbeitswelten der Zukunft ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltiger gestalten. Super spannend. Vielen Dank, Claudia. Und bei dir, Nektaria, womit beschäftigst du dich jeden Tag? Ja, ich bin aus dem Team Applied Neurocognitive Systems. Da geht es darum, wie man neurowissenschaftliche und psychologische Methoden nutzen kann, um die Mensch-Technik-Interaktion zu verbessern. Aber Nachhaltigkeit ist für mich ein leidenschaftliches Thema, auch privat. Und deshalb bin ich auch in der Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit, weil mich vor allem die psychologischen Faktoren interessieren, warum es noch nicht mit der Nachhaltigkeit so klappt, wie es klappen sollte und wie man die Menschen noch mehr motivieren kann, nachhaltiger zu werden. Mhm. Danke euch für die kurze Vorstellung. Erik, ich weiß, du hast auch noch ein paar Fragen, die dir auf der Zunge brennen. Du natürlich, denn ich komme aus dem Beak und ich leite gemeinsam mit euch auch gerade dieses große Modul. Und ihr seid ja vor allem für das Thema Nachhaltigkeit da zuständig. Und viele Unternehmen kommen ja auf uns immer zu. Ich denke, am Anfang war es auch stets belächelt, das Thema Nachhaltigkeit. Das kann ich mich ganz gut daran erinnern. Aber Nachhaltigkeit ist nicht nur Klimaschutz. Sondern es ist viel vielschichtiger. Es ist wirklich einiges, was zu tun ist. Und ich denke gerade, es hat wirklich einen Drive bekommen durch die ganzen Geschichten, die gerade passieren. Und da habe ich jetzt einfach mal die Frage an euch, warum kommen die Unternehmen an euch zu? Welche Motivation haben die jetzt wirklich, um das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen? Denn dieser Wandel, der jetzt da stattgefunden hat, was betreibt oder was treibt die Leute dazu an, dass sie das Thema jetzt wirklich für sich entdeckt haben? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, über die Zeit haben sich die Motivationen auch sehr weiterentwickelt und verändert. Wir merken natürlich dieser Druck von der Politik, also mit politischen, gesetzlichen Vorgaben, das kommt mehr und mehr. Vor allem für größere Unternehmen, aber eben auch für kleinere, die vielleicht noch nicht direkt betroffen sind von diesen Vorgaben, aber eben den Druck spüren von den größeren Kunden, also auch im B2B-Bereich, die größeren Kunden gehen auf ihre Lieferanten zu und fragen nach Umwelt, nach Nachhaltigkeit, zahlen das dann die kleineren Unternehmen liefern müssen. Super spannend. Ja, ich denke, heute wird wahrscheinlich einiges an interessanten Informationen und Einblicken wahrscheinlich von euch kommen. Wir möchten jetzt eigentlich gar nicht mehr die Leute auf die Spannung halten, sondern möchten eher schauen, dass jetzt die Inhalte eigentlich kommen. Deswegen übergeben wir an euch und holt mal gerne die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab, was ihr mitgebracht habt. Machen wir sehr gerne. Genau, von unserer Seite jetzt einen kurzen Überblick. Was können Sie erwarten von diesem Kapitel? Also in der zweiten Lesson geben wir Ihnen eine kurze Einführung, Einleitung ins Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Was verstehen wir darunter? Und was sind auch die ersten wichtigen Schritte, die die Unternehmen gehen sollen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit? In der nächsten Lesson geht es darum, den Nutzen für Unternehmen, nachhaltig zu agieren, herauszuarbeiten, die Vorteile herauszuarbeiten. Und wir zeigen auch Best Practices, sowohl von KMUs, aber auch von größeren Unternehmen, die bereits nachhaltig agieren. Und in der vierten Lesson zeigen wir Ihnen, geben wir Ihnen ein Instrument an die Hand, wie Sie Nachhaltigkeitsmaßnahmen sehr strukturiert und sehr systematisch innerhalb Ihrer Unternehmen erarbeiten können. Und zuletzt
Im fünften Lesson zeigen wir Ihnen auch noch unser Instrument QuickCheck Klimaneutralität, anhand dessen Sie eine Standortbestimmung vornehmen können, sich fragen können, wo stehen wir als Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz und was sind die Maßnahmen, die wir aus diesem ersten Status quo quasi erarbeiten und ableiten können.